Okay, dann klettern wir jetzt mal weiter. Ja. CD lädt schon mal. Oh, ich habe einen Hebel, ein Seil gefunden. No. Meine CD lädt noch nichts. No. Jetzt lädt sie was. No. Wieso darf ich diesen Hebel nicht ziehen? Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Genau, die alten Ägypter hatten LEDs. Was? Na, diese Pyramide in der Mitte scheint mir ja ziemlich LED-behaftet zu sein. Ja, ich hab's eher für einen Lumineszenten. Was ist das? Ich habe eine Kompassnadel gefunden, eine riesige. Ja. Norden ist gerade rechts von mir. Und das weißt du woher? Da war ein roter Streifen an der Kompassnadel. Oh, wir haben einen Kompass. Ich glaube, wir haben Miri-Riri. Wir haben Kompi? Bitte. Wenn müssen wir auch bei unserer kreativen Benennung bleiben. Wir haben Kompanten. Nicht Kompassanten. Kompassanten. Jetzt Norden. Genau in der, nee, genau in der gleichen Richtung. Wow, die funktionieren. Ich fände es äußerst cool, wenn sie mir sagen würden, was ich denn machen muss. Ja, ich glaube, ich bin hier falsch. Hier kann ich nichts machen. Nein, Lara, nicht die Waffen ziehen. Ja, hangel dich da hoch, das ist fein. Okay, auch mir sagt sie beim Seil, no. No, 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 no. Genau, Lara, da ist keine Leiter mehr, aber kletter einfach mal hoch. Leiter? Ah, jetzt sehe ich auch die Leiter. Lara, das ist eine Leiter. Nehmen Sie doch einfach mit. Da ist dein Hebel, ich Boah. zieh nicht dran. Boah, ich hasse dieses Ungenaue mit den einfachen Bewegen. Okay, ich bin zu weit von der Leiter weg. Ich kann sie noch nicht berühren. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. Ja, auch Lara klettert an die Leiter weiter. Gehen wir einen Schritt weiter und probieren wir es dann nochmal. Das war zu weit. Jetzt bin ich schon unter der Leiter durch. Ja, deshalb stehe ich da. Lara! Ey du, wie wär's mit? Spring hoch. Mal gucken, was passiert. Wenn ich davon ausgehe, dass das Rote in die Mitte geht. Der so. Da ist Norden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe so einen blassen Verdacht, aber das heißt, der muss quasi zwei. Juhu, Lara, da ist ein Hebel. Möchtest du ihn vielleicht anpacken? So, und in der. So wird, glaube ich, ein Schuh draus. Das ist für mich ein Prince of Persia-Rätsel. Ich schieb einfach Hey, irgendwelche nein, nein, Sachen Lara, rum. Lara, hör auf! Lara! Lara, nicht überdrehen! Und hoffe, dass irgendwas passiert. Ich will, dass Lara das Ding quasi nach 90 Grad loslässt. Inzwischen hat sie es um 360 gedreht. Das ist cool. Wie hast du das geschafft? Keine Ahnung. Lara hat einfach immer weiter gedreht. So. Und jetzt, das so stimmt, wie ich das denke. Müsste ich jetzt an dem Seil ziehen können, vielleicht? Mal gucken. Ah,
Wenigstens vermute ich, dass mich hier keine Wachen erwarten. Dreh dich doch einfach um 90 Grad, nicht um 180. Okay, Lara. Der Moment ist gekommen. Du möchtest tatsächlich an dem Seil ziehen. Dann geht ein Hammer an und nein. Nein, 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 das konnten die Ägypter eindeutig nicht. Nein. Nein, die Ägypter waren keine Sprengstoffexperten. Ich vermute mal, das hier ist nicht so richtig. Und ja, genau. Das ist ein schönes Seil. Danke, Spiel. Nee, da kam ich her. Vermute ich. Was habe ich denn jetzt schon wieder gefunden? Okay, ich habe die Sonnenscheibe gefunden. Die kann ich kombinieren. Ich kann die Sonnenscheibe kombinieren. Mit der Sonnenkönigin, wer hätte es gedacht? Das scheint schon mal richtig zu sein. Na egal. Okay, das speichern wir jetzt erstmal. Dann darfst du auch auf mich warten, wenn du das möchtest. Ja, natürlich. Ich wollte gerade vorschlagen, dann warte ich mit der Sonnenscheibe und der Sonnenkönigin, die ich zum Sonnentalisman kombiniert habe, da wo ich die Sonnenscheibe gefunden habe. Lara, halte ich bald mal fest. Halt dich bald mal fest. Halt dich bald mal fest. Sie soll sich die Leiter hochziehen. Ach so. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, welches richtig war. Das Geheim ist eigentlich einfach. Also, während Sie hier sehen, wie Kai an Hebeln dreht. Oder auch nicht. Gut, vielleicht dreht sie auch nur am Rad. Ja. Wer weiß das schon? Ich nicht. Möchte ich Sie dazu einladen, über Dinge zu diskutieren? Ich werde zwar nicht hören, worüber Sie diskutieren, aber tun Sie das bitte. Diskussion ist wichtig im Leben. Haben Sie niemanden zum Diskutieren, diskutieren Sie ruhig mal mit sich selbst. Die Leute werden Sie für verrückt halten, was Sie vermutlich auch sind, aber diskutieren Sie. Diskussion bringt weiter. Und danke, über was diskutieren wir? Also, wenn du, ich jetzt nicht mit dir mitdiskutiere. Achso, diskutieren wir zum Beispiel darüber, dass die Ägypter wahrscheinlich doch keine LEDs hatten, auch wenn das Spiel das zu glauben scheint. Denn LEDs sind eine neumodische Erfindung. Man glaubt es kaum, aber es gab nicht immer LEDs. LEDs, ich weiß nicht genug über LEDs, um darüber wirklich was zu erzählen. Hast du wirklich nachgeguckt? Nee, ich könnte jetzt irgendwas über LEDs erfinden. LEDs wurden erfunden vom bekannten Wissenschaftler Fridolin LED, daher der Name. Denn es sind wirklich keine LEDs, es sind LEDs. Ja, LEDs sind also von Fridolin LED erfunden worden, der für die Korov-Kooperation arbeitete, als er diese Entdeckung machte, dass die Ägypter eine antike Technologie benutzten, die er dann für sich selbst in Anspruch nahm. Ja, es ist keine eigene Erfindung, es ist nur eine Wiederentdeckung. Und das war's mit meinem Vortrag über LEDs. Und sonst so? Ja, ich weiß nicht, ich gucke mich hier so im Raum um. Da drüben steht eine Tasse. Ich
Kapier den Trick nicht. Versuch doch einfach mal den Hebel, wenn du so drehst, quasi alle zur Mitte auszurichten. Meine Orientierung, ich habe keine Mitte. Ja, aber die sind ja quasi in 90 Grad zueinander angeordnet. Ja. Und wenn du die jetzt alle quasi auf einen gemeinsamen Punkt zeigen lässt. Du zeigst nach Süden. Müssen die nach Norden zeigen? Also quasi die Hebelausrichtung muss, also von oben drüber muss quasi alles auf die Mitte zu der Pyramide zeigen. Das hilft mir jetzt nicht weiter. So, dass quasi das Teil mit dem roten Strich zur Pyramide zeigt unten. So habe ich mir das erklärt. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Denkweise dir weiterhilft, aber... Nein. Okay. Gut. Du kommst oben an. Von der Leiter. Ja. Kommst in den ersten Raum mit einem Hebel. Ja. Der muss vom Eingang... Die müssen eigentlich dann, wenn du die Runde gehst, vom Eingang alle nach links zeigen. Ah, da. Schieb, Lara. Schieb, 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 schieb. Denn wenn sie alle nach links zeigen, zeigen sie alle in die Mitte. Ja. Nein, Lara, das war nicht so ganz der Plan. Dann schiebst du halt eine Dreivierteldrehung, ist mir doch egal. Ja, solange du nicht wie ich beim letzten Hebel eine 1/1-Drehung machst. Das habe ich auch schon gemacht. Und wenn sie dann alle in die Mitte zeigen, gehst du nach unten und ziehst an dem Seil, wo Lara vorher no gesagt hat. Ja, das kann sie wunderbar schön. Mhm. Nur mal gucken, ob es das jetzt gebracht hat. Dass sie sich nicht das Genick bricht, sobald ich eine Taucherrolle mache, wenn ich mich von meinem komischen Gedöns fallen lasse. Von einem komischen Gedöns fallen? Ja, von der Leiter. Ach so. Von relativ weit oben. Bing. Nee, die kann das. Cool, ich will auch begrenzte Elektrizität. Begrenzte Elektrizität. Ja klar, hast du die Blitze nicht gesehen? Die gingen alle immer nur bis... Ja, yeah. Das ist interessant. Oh, ich könnte vielleicht... Habe ich gespeichert? Ich bin mir nicht sicher. Nach meinem letzten Stand hast du gespeichert. Was haben wir da Feines gefunden? Ich habe nochmal voll, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Die Sonnenscheibe kombinieren wir mit der Sonnenkönigin und haben den Sonnentalisman und das speichern wir. Yay! Und zwar da! Krass. Haben wir es gespeichert? Wir speichern es nochmal. Da! Jo. Okay, jetzt müssen wir noch rausfinden, wo die hingehören. Die gehören. Die gehören, okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Also, ich gehe jetzt mit meiner großen Sonnentalisman-Königin hier raus. Wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Genau, quasi zum Steinbrocken. Frage ist, komme ich hier jemals wieder raus? Naja, auf meinem Steinbrocken gab es auf der anderen Seite noch einen Gang, wo du lang... Stimmt, den sehe ich jetzt gerade. Den sehe ich jetzt gerade. Den habe ich vorher nicht gesehen. Ich habe den vorher gesehen und mir gedacht... Und die Munition! Als... Ah, mehr gibt's hier drin nicht. Nein. Jetzt hast du mich also in diesen Gang reingeschickt. Ja, von dem ich auch vorher nicht wusste, was da alles los ist. Wenn Lara jetzt die Uzi-Munition noch nehmen würde, wäre ich dir sogar halbwegs dankbar dafür. Gut, danke. Jetzt bin ich dir halbwegs dankbar dafür. Danke. Gern geschehen.
So, was war das denn, Lara? Gut, kommt Lara in diesem Leben nochmal aus diesem Loch raus? Oder enden hier die Abenteuer der Lara Croft? Ich fürchte... Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Ende von Tomb Raider 4. Nein, es gibt bestimmt noch irgendwo einen Gang, den ich übersehen habe. Bestimmt. Sprinte, Lara. Ist es vielleicht oben bei den Hebeln? Nein, du solltest es nicht unter der Leiter hertauchen. Du solltest schon die Leiter nehmen. Lara, Leiter. Ist ein tolles Konzept. Echt? Haben sie das auch im alten Ägypten erfunden? Bestimmt, im alten Ägypten haben wir ja alles erfunden. Was die wenigsten wissen, sogar das Bankwesen ist eine alte ägyptische Erfindung. Lara, willst du jetzt mal diese Leiter nehmen? War ja jetzt eine schwere Geburt, diese Leiter zu greifen. Lara, möchtest du die Leiter vielleicht hochsprinten? Geht das? Lara, ist hier irgendwas Interessantes? Bist du schon wieder aus unserem Loch raus? Aus unserem Loch raus? Ja, quasi wieder oben in der Halle. Du meinst bei dieser coolen... Da, wo wir das, die Sonnenscheibe gefunden haben. Nein, nein, ich meine jetzt quasi wieder oben in der Halle. Ob du da, also ob du unserem Loch... Nein, ich bin da, wo der eine Hammer hing, den wir ausrichten mussten. Okay. Boah, Lara. Nee, hier oben ist auch nix. Hast du da irgendwas Interessantes gefunden? Momentan kämpfe ich noch gegen Laras Steuerung. Also geht's da weiter? Weiß ich nicht. Weil es geht an keinen anderen Ort weiter, glaube ich. Ich sag's mal so, wenn du vor dieser Sonnentafelgedönsstelle gestanden hast, war da ja mindestens links eine Leiter. Da waren zwei Leitern, ich bin mir sehr sicher. So, und ich gucke gerade, ob da irgendwas Interessantes ist. Bisher habe ich noch nichts gefunden. Gut, weil ich weder bei den Hebeln noch in dem Loch, wo der Stein liegt, was gefunden habe. Lara, du solltest nicht an diesem Teil vorbeispringen. Wie wir schon so schön ausgerichtet sind, Lara. Möchtest du da vielleicht drauf landen? Nein. Das ist vollkommen gegen deine Überzeugung als Archäologin. Gut, was ist in der rechten Halle? Miss Croft, Sie können sich auch an diesen Leitern festhalten. Das hat sie ja schon nicht auf dem Weg nach oben getan. Ja, aber das ist deine Lara. Meine Lara ist was anders. Meine Lara ist zwar gerade auch nicht klüger. Hier geht's anscheinend auch nicht weiter. Aber das sind so Momente, da hätte ich dann wenigstens auf Munition gehofft. Gut, gucken wir uns die andere Halle an. Oh, in der zweiten Halle habe ich jetzt auch nichts gefunden. Das muss nichts heißen. Ja, und Lara, mach seitwärts, Salty. Habe ich bestimmt gesagt, ich weiß es nur nicht. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, wie wir weiterkommen. Ja, und wo wäre der? Geh in die Halle mit dem großen Kristall zurück und am großen Kristall quasi geradeaus. Da ist ein Loch im Boden. Was? Da ist ein Loch im Boden? Ja, da ist ein Loch im Boden. Zwischen den beiden Felsblöcken. Das ist neu. Ja. Das ist aber auch ziemlich gut versteckt. Ja. Oh, Ladebildschirm. Wir sind am Heiligen See wieder.
Echt? Jupp. Da müssen wir ja ein paar Schritte schon voraus. Ich sehe da noch keinen See. Ich habe auch nur direkt gespeichert und mir angeguckt, wie das heißt. Ach so, okay. Okay, Lara hat gerade wieder eine 180-Grad-Drehung gemacht, anstatt um die Kurve zu gehen, aber ist gut. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ja. Ich schätze, da muss was hin, was wir besitzen. Ja. Oh, hier gibt's wieder Skorpionsgedöns oder so. Keine Ahnung, ich bin direkt in die Mitte gesprungen, aber ich habe auch einen Skorpion gesehen. Genau, Lara, schieß mal wieder. Weißt du was, Lara? Wir laufen hier jetzt einfach so lang, lang. Bis du Oh bereit bist. Gott, Alle. nein. Lara. Schon wieder drei Möglichkeiten. Eine Sekunde. Wir kribbeln uns noch mit dem Skorpion, nachdem wir den ja. Ich hätte natürlich auch einfach sagen können, nö, du, hör mal. Lara, guck dir das Teil wenigstens von vorne an. Benutzen. Er So, das war schwebt. mein Skorpion. Das war mein Skorpion. Also ich werde mich erstmal wieder nach rechts wenden. Ich hätte gefragt, ob wir für heute Schluss machen können. Wir haben gleich 2,5 Stunden wieder voll. Oh, ja klar, das können wir natürlich auch tun. Dann speichere ich hier. Ich komme gleich nach. Momentan schwebt mein Sonnentalisman noch. Ich stehe auf der gleichen Plattform wie du. Ah, okay. Ich bin auch nicht weitergegangen. Ich überlege noch, welche der drei Möglichkeiten ich nehmen soll, aber das überlege ich mir dann nächstes Mal. Okay. Dann speichern wir den Heiligen See. 71. Speicherpunkt. 71, da sagst du. Ja. Amateur. 77. Oh, dafür bin ich öfter gestorben, du Anfänger. Ah, ja, das glaubst du. Ich habe noch nicht die neuen Auszählungen gemacht. Nimm das was dran. Wie oft bist du heute So. gestorben? Ich weiß es nicht mehr. Es ist Oft? ein paar Mal Nee, oder? passiert. Ach ja, du, deine Lara ist ja so gerne runtergesprungen und gestürzt. Dementsprechend sage ich, ich ziehe bis nächste Woche neu aus. Dann wissen wir auch, woran wir sind. Und Ja, zähl du aus. ja, und bis dahin sehen wir uns dann nächstes Mal, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 4 The Last Parallel. Revelation. Parallel. Ja, bitte. Ciao. Tschüss.